Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie schnell und einfach man Flechten und Schwarzalgen von Pflaster- bzw. Terrassensteinen entfernen kann. Wie komme ich auf das Video? Ganz einfach. Ich wollte meinen Kumpel besuchen, der hat mir ein paar Fotos von seiner Terrasse geschickt. Ich blende euch die hier mal so der Reihe nach ein. Und ich denke mir, da erwartet uns eine Großbaustelle. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal los, zeige euch vor Ort, was da los ist, wie es da genau aussieht. Dazu muss ich aber jetzt erstmal einige hundert Kilometer auf die Autobahn, um in das benachbarte osteuropäische Ausland zu fahren. Okay, ich fahre jetzt mal eben zum Kumpel und dann machen wir vor Ort weiter. Tja, und ich bin jetzt hier bei meinem Kumpel angekommen. Und wenn ich euch das hier so zeige, ihr seht es selbst, er hat in den Fotos nicht übertrieben. Jetzt kommt hier aber mal so eine Passage. Hier hat er versucht, mit einem Dampfreiniger Glasschiff zu machen. Hier hat er mir gezeigt, diese Fliese hier, da war er dran mit Natron oder Soda, Waschsoda, irgendwie sowas. Der hat sich YouTube-Videos angeguckt und er ist hier bald verzweifelt, allein an dieser Platte. Jetzt werden viele natürlich in die Kommentare schreiben, ist doch kein Problem, dann nutze ich doch hier einfach meinen Hochdruckreiniger. Mach hier diese Flechte weg. Jetzt müsst ihr aber eins wissen, Schwarzalge, Flechten und sowas, die haben Sporen. Wenn ihr mit einem Hochdruckreiniger hier anrückt, ihr löst nur die Oberfläche. Die Sporen bleiben in den Platten zurück und das Wachstum geht lustig, fröhlich weiter. Und mit einem Hochdruckreiniger, ich zoome euch jetzt mal so eine Fliese ein bisschen näher heran, seht ihr das, tragt ihr minimalste Partikel der Oberfläche ab. Ihr raut die weiter auf. Die nächsten Sporen finden hier viel besser Halt und die Sporen der alten Pflanze hier, die sind nach wie vor vorhanden. Und jetzt kommen wir zu unserem Reiniger. Und als Reiniger verwenden wir den Abacus Steinreiniger Extrem. Das ist ein Reiniger, mit dem Fachfirmen auch arbeiten. Ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung einen Kauflink über Amazon. Da könnt ihr euch den bestellen. Aber bevor ihr den bestellt, achtet natürlich erstmal auf die bei euch in der Region geltenden Umweltrichtlinien. Ihr könnt euch unter anderem auf umweltbundesamt.de da genau drüber informieren. Was natürlich jedem klar sein sollte, das Zeug darf nicht ins Grundwasser. Also übertreibt es hier nicht mit dem Auftragen von diesem Steinreiniger. Apropos Auftragen. Der Reiniger wird gleich aufgetragen und muss dann mit einer Bürste, so nennt es der Hersteller, einmassiert werden. Das Einmassieren hat den Hintergrund, die Oberfläche der Flechte, der Schwarzalgen, die muss geöffnet werden, dann kann der Steinreiniger in die Flechte eindringen und von innen her diese chemisch angreifen und zum Auflösen bewegen, nennen wir es mal so. Dieser Steinreiniger ist hier im Übrigen für Flecken, Pilze, Algen, Flechte und Schimmelpilze geeignet. Aber achtet darauf, dass ihr die Umweltrichtlinien auf jeden Fall einhaltet. Arbeitet ihr mit dem Steinreiniger, auf jeden Fall Handschuhe anziehen und Schutzbrille auf. Ja, dann zeige ich euch jetzt, wie man diesen Reiniger hier aufträgt und die ganze Sache effektiv angehen kann. Und ich lege euch jetzt hier mal eine Testfläche an, um euch das zu zeigen, wie einfach das jetzt funktioniert. Ja, den Reiniger habe ich jetzt hier in meinem Drucksprüher eingefüllt. Und jetzt müssen wir einfach nur hergehen. Und achtet natürlich auch ein bisschen auf Wind, aber im Sturm oder sowas solltet ihr das jetzt nicht machen. Einfach nur benetzen. So. Und jetzt kommt der ganze Trick. Ein paar Sekunden einwirken lassen
Und jetzt müssen wir hergehen, das Ganze mit einer Bürste. Ihr könnt einen Schrubber dafür benutzen. Hier, ich knie jetzt hier auf den Boden. Ich mache das Ganze jetzt hier mal eben mit der Nagelbürste. Aber normalerweise geht das auch mit dem Schrubber. Warum bürsten wir das jetzt ein? Ganz klar, wir brechen die Oberfläche von der Flechte. Und erst jetzt kann der Reiniger komplett in die Flechte hinein und die Flechte von innen her herabtöten. Wie gesagt, normalerweise nutzt man das für einen Schrubber, aber hier nur für dieses Video krabbel ich jetzt für euch hier auf dem Boden herum. So, hier mal durch oder am Rand der Fliesen auch einmal entlang. Und jetzt warten wir einfach mal eine halbe Stunde ab. So, 30 Minuten sind rum. Jetzt geben wir mal hier einfach mit Wasser drüber. Und ich sehe schon, die Schwarzalge hat sich wunderbar gelöst. Für die Flechte werde ich jetzt gleich ein zweites Mal drüber gehen, damit die hier auch richtig rauskommt. Ja, die Flechte ist hier schon seit fast 10 Jahren in diesen Steinen. Dann machen wir ein zweites Mal jetzt gleich. So, mit dem Druckspuler geht das doch nicht ganz so gut. Gibt man einfach drüber hier. Kommt mehr Luft raus als sonst was. So, gleichmäßig wieder verteilen. So, eine weitere halbe Stunde ist rum. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier auch den Kleber entfernen. Den brauchen wir hier nicht mehr. So. Wenn ihr in Kontakt mit diesem Zeug kommt, zieht euch sicherheitshalber Handschuhe an. Das habe ich hier auch getan. Beim Auftragen war ich vorsichtig, dass ich keinerlei Kontakt hatte. So, jetzt werden wir es einfach mal hier absprühen. Und sicherheitshalber noch einmal mit einem kleinen Besen hier sauber machen. So. So. Und noch einmal Wasser drüber. So. Und dann werden wir gleich mal in Ruhe gucken, wie das hier aussieht. Ich lass es jetzt eben trocknen, ziehe aber hier eben mit der Flitsche einmal drüber, damit die Sache auch an Geschwindigkeit gewinnt. Ja, fast angetrocknet ist es. Ja, seht ihr doch so ein paar dunkle Flecken, das ist Restfeuchtigkeit. Ja, aber ich denke mir mal, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Apropos sehen lassen, ich habe Marek gerade gesucht, ich finde Marek nicht. Der sitzt bei sich im Wohnzimmer und sucht Fotos von vor 15 Jahren raus, wie die Terrasse damals ausgesehen hat, als er die hier neu angelegt hat. Naja, Marek wird begeistert sein. Ja, apropos begeistert, ich habe dem Marek mal hier was vorbereitet. Er hat da noch ein bisschen was zu tun. Schrubber. Kann er natürlich mit dem Schrubber einmassieren. Er braucht hier nicht mit der Nagelbürste rumzuhantieren. Das habe ich nur für das Video gemacht und um ihm das zu zeigen. Drucksprüher selber. Beim ersten Mal war es super, beim zweiten Mal war es ein bisschen komisch, es kam sehr viel Luft raus, weil dieser Abacus-Reiniger ist ein minimales bisschen dickflüssiger. Und ich denke mir mal, Marek hat jetzt eine Menge zu tun hier. Apropos zu tun, ich kümmere mich auch mal um die wichtigen Dinge des Lebens. Wo hat Marek eigentlich die Holzkohle und den Grillanzünder?
Ja, ich werde Marek hier gleich von sicherer Entfernung aus beobachten, wie er das hier sauber macht. Das war unser Video. Wie man ganz einfach Schwarzalge und Flechte von Terrassen, Steinplatten entfernen kann. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch bestimmt in einem der nächsten Videos.